immer da und kinderleicht zu bedienen. Die Fahrkartenautomaten der DSB 21. 257 Stück, Menüs in 7 Sprachen, Sondertickets und bei Problemen auch der Draht zur Störungsstelle. Hier kann nichts schief gehen. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen altmodisch von mir, aber wenn ich so Broschüren sehe, dann greife ich schon oft zu. Die Neugierde treibt mich. Okay, die Variante 2018 lautet App, das weiß ich auch. Aber wenn wir unsere Augen mal erholen wollen von den kleinen Handybildschirmen, dann haben Bus und Bahn in Dortmund eine ziemlich große Variante für uns. Denn ja klar, an jeder Haltestelle in Dortmund gibt's auch Liniennetze und Fahrpläne in den Schaukästen. Die Broschüren sind super übersichtlich und schick designt. Aber am Ticketautomaten ist es manchmal einfach praktischer und schneller. Von A nach B kurz die passende Verbindung finden. Bei insgesamt 115 Automaten in ganz Dortmund kann ich mit wenigen Handgriffen alle Infos auf dem großen Bildschirm abrufen. In aller Ruhe und Übersichtlichkeit. Die Fahrplanauskunft zeigt mir sofort alle Verbindungen und Zeiten an. Und wenn ich die richtige Verbindung gefunden habe, kann ich mit einer Berührung auch direkt das Ticket lösen. Übrigens, das Reiben von Geldstücken an einem Automaten bringt gar nichts, außer Kratzer am Automaten. Also lieber nochmal probieren und die Münzen einwerfen, 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 bis es klappt. Oder wie hier am Hauptbahnhof direkt mit der Karte zahlen. Das geht auch in der Kammstraße, am Stadtgarten, an der Rhein-Noldi-Kirche, in Aplerbeck und am Airport. Ach, und eins bleibt für mich. Print hat auch seinen Charme, denn Vorteil der gedruckten Infos ist übrigens, die kann ich nach dem Ticketkauf noch mit in die Bahn nehmen. Ihn nicht.